Wir freuen uns, dass wir den zusammen mit der ISSA, mit unserem Verband, den JDZ Award ausrichten dürfen. Und wir freuen uns auch, dass die Klasse aus Erfurt gewonnen hat. Für uns ist immer ein besonderes Erlebnis, wenn die Schulklassen sich beteiligen, wenn wir sehen, wie viel Mühe die sich geben. Und wir freuen uns auch, dass sie jetzt das Erlebnis haben können, mit Amsterdam zu sehen. Für uns ist das was Besonderes, weil wir denken, dass es ganz wichtig ist, dass die Reinigungsbranche qualitativ gute Kräfte kriegt für die Zukunft. Und da wollen wir unseren Teil als Reinigungsmarkt zu beitragen, auch im Sinne als etwas, was wir für die Branche tun. Und wir sind auch ganz stolz, hier auf der Messe zu sein. Wir haben über 200 Aussteller mehr als vor 2 Jahren. Wir liegen jetzt bei 900 Firmen, die hier ausstellen. Und für uns ist es natürlich ganz toll, auch neue Firmen kennenzulernen, unser Feld weiter aufzubauen. Wir haben mit Cleaning World jetzt auch eine englische Ausgabe, die hier sehr guten Absatz findet. Und deswegen sind wir ganz enthusiastisch für diese Messe und auch mit dem JDZ Award. Wir sind sehr erfreut darüber, die Schulklasse zu sponsern, weil wir es sehr wichtig finden, dass der Nachwuchs in unserer Branche, der sehr entscheidend ist, weil wir Rekrutierungsprobleme haben in unserer Branche, es ist sehr wichtig, dass wir das fördern und dass sich die jungen Menschen damit auseinandersetzen mit den Themen, den Top-Themen der Gebäudereinigung, wie es hier auch geschehen ist mit dem Titel Innovation in der Gebäudereinigung 4.0. Und wir freuen uns, dass diese Schulklasse eine ausgezeichnete Arbeit abgegeben hat, fachlich sehr gut recherchiert und alle wichtigen Themen hier mit aufgenommen hat. ISSA, the Worldwide Cleaning Association, we are so proud to congratulate these youth who are the future of our industry for their hard work and dedication, and we think there are great things to come for them in the future.